Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Jan und mein Amateurfunkrufzeichen ist Delta Oscar 1 Juliet Papa Lima. Ja, ich habe die Feiertage genutzt und habe auch ein bisschen Portabelfunkbetrieb gemacht auf UKW auf 2 Meter und 70 Zentimeter. Ich werde dann häufig von den Stationen gefragt, ja, was hast du denn da für eine Station, was hast du da aufgebaut, was hast du für eine Antenne, was hast du für ein Funkgerät etc. Und ich habe mir einfach überlegt, euch heute mal ein kleines Video aufzunehmen von dem Equipment, was ich verwende. Das ist zum einen hier diese Powerstation. Das ist eine 2 kW Powerstation von der Firma PowerOak. Das ist die AC200P. Die hat diverse Anschlüsse, unter anderem aber auch hier zwei Anschlüsse, zum Beispiel für Kaltgerätestecker, also sogenannte Schutzkontaktstecker. Dann haben wir hier diverse USB-Anschlüsse. Aber auch, was für uns besonders wichtig ist, welche Möglichkeiten es gibt für einen 12-Volt-Anschluss. Da haben wir hier einen 12-Volt-Anschluss mit 10 Ampere, ganz normal Kfz. Ja. Und dann haben wir auch noch einen 12-Volt-Anschluss mit 25 Ampere, das ist der Anschluss hier. Da könnte man zum Beispiel auch einen 100-Watt-Transceiver dran anschließen. Man braucht allerdings das entsprechende Zubehörkabel. Ja, das ist im Lieferumfang nicht enthalten, das muss dazu separat bestellt werden. Und ja, ansonsten, wie gesagt, macht die Powerstation bis zu 2 Kilowatt. Die verwende ich für die Stromversorgung. Ich schalte die mal ein, dass ihr das sehen könnt. Genau, schwuppdiwupps. Ja, hochgefahren ist die Powerstation. So, jetzt zeige ich die einmal an, wie viel Restspeicher ihr noch im Akku habt. Hier sind es jetzt in meinem Fall 37%. Und die wird ganz einfach, oder man kann ganz einfach die einzelnen Steckdosen aktivieren und muss einfach hier auf dem Touchscreen das entsprechend auswählen. So, DC on. Jetzt habe ich entsprechend die Steckdosen aktiviert für die Gleichspannung, aber auch dann natürlich hier die 12 Volt Steckdose für Zigarettenanzünder. So, ich verwende dann immer ein Handfunkgerät der Marke Mars. Ich habe im vorherigen Video schon mal dazu ein bisschen was erklärt und gezeigt, auch zu dem Verbinder oder Adapter, der hier oben drauf ist. Den nutze ich dann immer für meine Zwecke, weil einfach ja, die Originalantenne, die da drauf ist, mir einfach ein bisschen zu wenig Gewinn bringt. Und ja, da verwende ich dann andere Antennen. Ich nehme sehr gerne hier den Magnetfuß immer mit und habe dann da eine Mobilantenne drauf, meistens dann für 2,70 Meter. Und die verbinde ich ganz einfach. Ne? Ich habe hier einen Stecker, ganz normal Koax-Stecker, den verbinde ich dann hier mit. Schraub, schraub, schraub. So, da ist fest. So, und dann kann man ganz normal den hier in die Powerstation einstecken. Gerät einschalten. Genau, und dann kann man darüber entsprechend Funkbetrieb machen. Ist manchmal ein bisschen fuckelig, ein bisschen hampelig, das gebe ich zu, wegen dem Kabel oder den beiden Kabeln. Und ja, wie gesagt, aber so mache ich das immer und das hat bisher ganz gut funktioniert. Ja, jetzt können wir mal schauen, wenn ich hier die PTT drücke, ich weiß nicht, ob ihr das seht, ich hoffe doch, ja, zieht das Handfunkgerät 14 Watt aus der Powerstation und ja, hat 4 Watt Ausgang, ne? Ja genau, 4 Watt Ausgang. Ja, das war das, was ich euch heute in dem Video kurz zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da, abonniert bitte den Kanal, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr immer informiert, wenn ein neues Video online ist. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.